Was knapp, Leute? Heute ist soweit. Wir schauen heute mal die heftigsten Erfindungen an von so einem Typen, der das alles selber macht, die man anscheinend sogar nachmachen kann, Leute. Es wird auf jeden Fall echt verrückt. Lasst auf jeden Fall gerne mal einen Like da und ein Abo. Und ja, ich zeige jetzt mal ganz kurz, wie jetzt hier aus diesem kleinen Ding hier, was aussieht wie so ein Bluetooth Billo AirPod oder so, Leute. Das lötet er jetzt sogar irgendwie erstmal ab. Und warte mal, was mal. Nein, der will jetzt, glaube ich, statt, komm, oha, der brennt die Kabel an oder so, warte mal, Leute, und jetzt macht er das da ran und klebt das auch noch so zusammen und ich glaube, jetzt wird da raus, oder? Was war, ich bin gespannt, gleich haben wir es, Leute, und jetzt USB oder was? Ach lol, der ist einfach, ah, guck mal, jetzt kann er Musik anmachen mit irgendwie einem Knopfdruck oder so, oder hat er... Nee, also ich glaube, der hat einfach Bluetooth-Dinger nochmal neu gemacht. Das war ja irgendwie relativ blöd. Mal gucken. Gucken wir jetzt mal beim zweiten. Vielleicht ist das Ding jetzt nochmal ein bisschen besser. Hier haben wir jetzt nämlich einmal ganz kurz so eine Klammer raufkleben auf so ein Rohr. Und nun macht der Ziel so ein bisschen. Oh ja, okay, perfekt darauf. Und nochmal so ein Rohr oben drauf. Und jetzt kommt das nochmal da drüber. Okay. Und warte mal ganz kurz. Ach lol. Okay, nicht schlecht, Leute. Das, damit kann man jetzt quasi Sachen perfekt markieren. Okay. Kann man machen, wenn man dann mal irgendwas markieren muss oder so, dann hat man auf jeden Fall den perfekten Markierer hier am Start. Okay, jetzt hier kurz mal im Zirkel einen Kreis machen, den Kreis dann ausschneiden und dann nun einen Knopf hinzufügen, Freunde. Warte mal, jetzt macht er alles quasi jetzt zusammen, macht jetzt glaube ich so ein Haus oder was macht er jetzt daraus? Ich bin jetzt mal gespannt jetzt hier. Also einmal ganz kurz ein paar Wände aufbauen, der Knopf steht auf jeden Fall noch, hier nochmal ganz kurz eine Ecke rausschneiden und nun... Oh Leute, ich bin echt gespannt, was er daraus macht, ne? Ich bin gerade echt gespannt, was ist denn das jetzt hier? Ist das eine Batterie? Ich glaube, es soll so eine... Oder ist das eine... Ich weiß nicht, ob das eine Batterie ist, Leute. Auf jeden Fall wird hier auf jeden Fall ordentlich viel Heißkleber benutzt. Also ihr braucht dafür auf jeden Fall auch nicht Heißkleber. Und nun löst er hier so ein paar Sachen zusammen. Also das ist quasi an den Knopf ran. Was das jetzt bringen wird, das weiß ich jetzt nicht. Hier auf jeden Fall nochmal ein bisschen zusammen machen. Ey Leute, ich bin echt gespannt, ne? Was könnte das jetzt werden? Ich habe gerade echt gar keinen Propeller. Und jetzt macht er noch die Batterie daran. Zack. Perfekt. Ach, und dann hat er quasi einen eigenen Ventilator gemacht. Lol. Einfach den eigenen Ventilator gebaut. Alles klar. Gut. Das heißt, wenn ihr kein Geld habt dafür, gebt am besten mehr Geld aus, um den da zu bauen. Okay, jetzt brauchen wir hier ein Holzstück. Und das wird jetzt hier einmal so ausgeschnitten. Und nun sieht das aus wie so ein Radiergummi oder so. Oh, hier. Zack. Alles reinschrauben. Und, ah, einen Handyhalter. Und dann kannst du es quasi auch noch an einen Schlüssel ranmachen. Wie clever, Freunde. Alles klar. So, jetzt haben wir hier nochmal ganz kurz wieder eine Batterie, die zusammen gemacht werden muss. Hier nochmal ein bisschen mit dem Feuer wieder alles eng machen. Und nun... jetzt habe ich gerade gar keine Ahnung, was es sein könnte, Leute. Also gerade wirklich gar keinen Plan, was das jetzt hier sein könnte. So, eine Lampe. Ach so. Der lötet jetzt quasi auch die Sachen wieder zusammen und jetzt hat er jetzt hier eine eigene Lampe gemacht oder was? Hä? Und das brennt da jetzt auch noch an? Hä? Ach so, wenn das heiß wird, wird er quasi... Also das habe ich... Das war jetzt ein bisschen zu kompliziert, muss ich sagen, Leute. Hier eine LED, beziehungsweise eine Leuchtdiode. Und dann... Zack, hier so ein Loch reinmachen in dem Deckel und dann quasi wieder zumachen. Da hat man quasi die Leuchtdiode da drin. Die wird jetzt komplett... mit Heißklebe-Gedingens, also wirklich komplett, Leute, und ist jetzt auch nochmal zu, warte mal, ach so, das wird jetzt quasi, glaube ich, so ein Lichtschalter oder so, ne, und jetzt zack, da rein und bäm, oha, das ist cool, Leute, das ist cool, muss ich sagen, das war echt mega cool, und jetzt haben wir auch nochmal ganz kurz, ich dachte gerade, das wäre gerade so ein Lego-Stück, aber es ist nicht, das ist anscheinend irgendwie, ich habe gerade echt keine Ahnung, was es sein soll, Freunde. Ich habe gerade echt keine Ahnung, was das sein soll. Ich kann es nur vermuten. Aber ich will jetzt Ihnen jetzt Falsches sagen. Ja, aber ich kann auch gerade irgendwie nichts vermuten, ne? Ich kann gerade hier echt nichts vermuten. Also ich... Was könnte das sein? Ist das ein Laut... Nee, ein Anschluss oder so, ne? Hä? Ach so! Dann hast du quasi so einen Lötanschluss. Das heißt, das Ding wird richtig heiß. Ach, lol. Guck mal, du kannst einfach perfekt so Sachen ausschneiden aus so Styropor. Lol, wie cool war das denn, Freunde? Okay, hier haben wir nochmal eine tote Batterie. Und was macht man mit einer toten Batterie? Die schmeißt man normalerweise weg. Also halt da, wo sie halt auch hingehören, Leute. Und
er nimmt jetzt diese Batterie, Leute, und nimmt jetzt hier so einen kleinen Buzzer, lötet den Buzzer da jetzt ran und hat hier jetzt auch nochmal ganz kurz, genau hier, so einen Transmitter nochmal dazu. Leute, das ist ja richtig hier, richtig Unterricht, ne? So, alles ranmachen. Okay, alles dran. Und jetzt ist die Batterie, die eigentlich tot war. Denk nach, Maxo, was könnte es sein? Was könnte es sein? Ich weiß es einfach nicht. Wie sieht's denn auch aus? Was soll das bitte sein? Ey, das habe ich jetzt gar nicht verstanden. Ich glaube, der wollte uns eben einfach nur zeigen, dass man anscheinend sehen kann, bis wohin das Wasser ansteigen darf. Na gut, Leute, hier können wir auf jeden Fall was machen, was ich auch selber machen könnte. Und zwar ganz, ganz viele Löcher in diese Coca-Cola-Schrift reinbauen von der Dose. Und nun brauchen wir wieder so ein bisschen Kabel und so, Lötsachen und die Sachen werden jetzt hier reingemacht in die Dose, beziehungsweise nur oben rein quasi. So, hier alles festkleben. Und, zack, hat man eine Coca-Cola-Leuchte. Und die sieht sogar echt mega, mega nice aus, ne? Jetzt hier auch nochmal ganz kurz was abschneiden. Auch noch mir den USB-Kram aufmachen. Eieieiei, okay. Ich habe noch nie so einen USB-Anschluss gesehen, so von innen quasi. Okay, hier nochmal ganz kurz was raufmachen oder so. Das den wir zusammendrücken und nun hat man quasi eine kleine Klammer da oben. Und jetzt kommt wieder, hier, das zündet ja schon wieder an, damit das alles so festgemacht wird und dann... Lol, das ist ein Teil, um Sachen anzuzünden. Was? Wie krass ist das denn, Leute? Ja, das wird ja voll heiß dann auch noch. Und hier ganz kurz wieder ein paar Leuchtdioden am Start. Die werden dann schon mal alle zusammen quasi reingemacht, also schon drei Stück. Und es geht weiter hier mit verschiedenen Kabeln. Ey, das erinnert mich gerade so heftig an... War das Physikunterricht, Leute, wo man so viel basteln musste? Ich glaube nicht, oder? War das Physikunterricht? Ich weiß es gar nicht mehr. Ist schon so lange her, Freunde. Okay. Ein Reflektor, Leute, von einem Fahrrad. Und das Ding hier wird jetzt da rein... Ach so, als ob er jetzt quasi das Licht dadurch erneuert hat. Oder was? Hey, warte mal ganz kurz. Und jetzt kommt die Batterie da ran und nun... kann man quasi... das heißt, man macht das hinten... Okay, man schraubt das hinten ran. Und jedes Mal, glaube ich, wenn man trampelt oder was... wenn man da einen Knopf drückt. Und das kommt auch... Ach so, wenn man bremst. Ein Bremslicht am Fahrrad? Was? Der hat einfach ein Bremslicht am Fahrrad gemacht, Leute. Wie krass ist das denn? Hier. Hä? Aber das Ding ist, ist ja eigentlich voll doof, weil wenn das nachher aus ist... Obwohl, das ist ja nochmal ein extra Licht gewesen, ne? Ey, voll clever eigentlich, muss ich sagen. Das war eigentlich echt voll clever jetzt gerade. Okay, hier... Ich habe jetzt mal ganz kurz so eine riesen Schraube, da wird jetzt erstmal hier eine Mutter raufgeschraubt und mal so ein Schutzblech und hier geht erstmal jetzt Holz rum, Leute. Ist ja noch ordentlich festgemacht, auch wieder festgeklebt oder so. Mit einem Feuerzeug drauf? Hä? Und dann zündet er quasi dieses Drehteil an, oder was? Ach lol, und dann kannst du damit Sachen quasi, oha! Ey, guck mal, kannst du die Sachen so zuschweißen quasi. Wie krass ist das denn? Okay, hier ganz kurz wieder eine Batterie, dann so ein Buzzer daran machen. Auch wieder zusammenlöten, Freunde, ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Hier wird ganz, ganz viel gelötet. Und hier erstmal das Ding da rankleben. Alles klar, hier auch nochmal anscheinend die Batterie rankleben. Und nun hat er quasi einen Buzzer und eine Batterie in so einer Plastikschüssel drin. Mit einem Knopf noch dazu. Aber was macht denn der da jetzt? Das ist jetzt die Frage, ne? Warum soll das Ding jetzt buzzen? Alufolie auf jeden Fall nochmal unten. Das auch nochmal auch nicht ausschneiden jetzt hier, okay. Und wahrscheinlich auch unten dran kleben oder so, ne? Genau, hier wird es jetzt unten dran geklebt. Und jetzt ist die Frage nur, was soll das jetzt bringen? Ich frage mich gerade echt, was es bringen soll. Hier, das jetzt... Ach, das ausschneiden, okay. Das einmal ganz kurz ausschneiden jetzt hier. So, zack. So, Freunde, das haben wir jetzt ausgeschnitten und einmal ganz kurz alles hier entfernen. So, und jetzt, hä? Sollen wir ein bisschen Salz drauf machen und dann das Ding anmachen, oder was? Ach, es ist ein Regenalarm. Ach so, das ist ein Regenalarm. Aber gut, okay, das ist eigentlich clever, wenn man seine Wäsche draußen hängt. Dann kann man das benutzen, aber es ist doch viel zu kompliziert, das alles selber zu bauen. Ich meine, klar, wenn man so einen Lötkolben und so alles zu Hause hat, dann natürlich kein Problem, aber sonst... Es ist einfach nur cool anzusehen, also groß die Dinge hier selber machen, sehe ich irgendwie keinen von uns, aber trotzdem ist das so cool zu sehen, wie das so auch gebaut wird, ne? So hier, zack, rein ins Handy
dann Batterien, ich glaube, dann wird dein Handy geladen oder so, ne? Ja, wird einfach dein Handy geladen mit Batterien. Lol, wie krass, Alter. Hä, wie krass ist das denn? Einfach so ein Survival-Kit fürs Campen oder so, braucht man so ein Lade. Guck mal, wenn man keinen Stromanschluss hat, dann geht das da damit ja perfekt. So, Feuerzeug. Einmal kurz hier die Hülle abmachen, dann das Drehteil und schon hat man dieses kleine Rädchen. Und das wird jetzt wofür benutzt? Und hier dreht es einmal ganz kurz so ein bisschen. Und schneidet das dann ab. Lol, okay. Oh, hier ordentlich raufhauen, Freunde. Alter. So, nun, was hat er jetzt hier am Start? Ist jetzt gerade die Frage. Das wird jetzt hier durchgeschoben, zusammengeklebt und im Endeffekt ergibt das dann... Damit kann man Rost entfernen. Ey Leute, ohne Spaß, ein paar Sachen waren auf jeden Fall nicht schlecht, vor allem am Ende. Lasst auf jeden Fall gerne mal ein Like und ein Abo da, wenn ihr von mehr sehen wollt. Und checkt auf jeden Fall einzeln mein Video aus, einmal draufklicken. Abonniert den Kanal für tägliche Reaktionen und mehr. Ciao, ciao.